Jägerinstinkt sagt mir, dass ein Nest in der Nähe ist. Ich hätte sterben können. Nur mal wo. Das ist ein Nest. Oh, Gott. Mal gucken. Blockiert, ey. Thank you.
Hallo, was soll denn das? Hä? Nicht mehr bewegen! Ja, geil! Aus dem Weg! Translokation! Nee, das ist doch jetzt... Ah, jetzt... Okay. Wie behindert, Alter. Zweimal fast stecken geblieben. Da ist das Nestherz. Halt dich von den Bändern. Du kannst mir nicht. Oh, Shadow, es geht. Ja, das ist nicht mehr normal, dieses Spiel, ne? Das ist so buggy eigentlich. Mit dir auch alles fresh, wa? Das war einmal ein Mensch. Schrecklicher Tod. Ja, ich hab's. Ich spiel's auch über die. Hier über den Game Pass. Und in dem jetzigen Zustand sehe ich es nicht ein, dafür Geld zu bezahlen, wenn ich ehrlich bin. Es läuft auf meinem System sogar auch richtig bescheiden. Natürlich, natürlich. Einmal noch schön nach unten. Nur einen Hallo? Bissen, Blutsack. Ja, jetzt kommt das Ding wieder. Nein! Sehr hilfreich. Ja. Das stimmt. Wie gesagt, also
wenn ich da teilweise draußen bin, ja. Da in der Luft. Junge. Also. Das ist echt nicht mehr normal. Ich sag mal. Ja. Ich sag mal, COD läuft ja schon scheiße, ne? Aber das hier ist nochmal. Nochmal anders. Ist traurig, aber es muss weg. Ja, wo leuchtet's denn? Oh, da war ein Schatz im Herzen versteckt. Wie passend. Ja, anders. Ich könnte das aufbrechen und einen Blick hineinwerfen, bevor alles auseinanderfällt. Bam, bam, bam. Es wird wohl Zeit zu gehen. Ja, cool. Das ist direkt der Ausgang hier. Läuft. Ich habe keine Infos, kein gar nichts und so weiter, also. Also, ihr habt keinen Plan, was da jetzt Sache ist, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Mein Vater hatte eine Schrotflinte. Als die Dinge... Was, Mie? PC macht was? Ja. ...sich entwickelten. Und BB übrigens, ne? Aber ich bin ein friedlicher Mensch. Wenn Sie sie finden, soll sie Ihnen gehören. Nee, Mie, ich nicht, ich bin nicht derjenige. Ich hab gesehen, was bei der Werft los war und hab nicht. Also ich bin zum Glück nicht gemeint. Das will auch keiner sehen, doch.
Sonst hättest du das auch machen müssen, wa? Hallo? Vergiss ja, hast du also nochmal Glück gehabt, ne? Hat das schnell Unglück gehabt. Geht so voll. So, wo muss ich ihn da unten? Ja, wie war das Shadow wird nachgeholt, ne? Dann musst du doch noch ran. Adrenalinspiegel mal ein bisschen runter, ja? Alle sagen, sollen wir ja mal kämpfen, ne? Aber. Oh, lol. Sag ich. Feuer. Ich hatte recht. Oh. Das war nicht so gut. Naja. Können wir gleich wieder einen Schnellreisepunkt holen. Brauche ich nicht mehr mal hinlatschen. Die Hits sind auch wieder. Kommt direkt der nächste an, oder was? Dich zieh ich auf links. Jetzt legt sich der Staub. Okay.
hast dich gerade einen Schild vom Rathaus da, wa? Beziehungsweise auf der Rückseite davon, ne? Bei die Brunnen! Auf der Seite! Ja, Shadow, ich kann dir ja auch meine Nummer einfach mal rüberschicken. Muss ich nur gerade gucken, was meine Nummer ist, Alter. Ich kenne sie nicht auswendig, immer noch nicht. Ja, das ist so bitter, ne? Meistens lerne ich meine Nummer nie auswendig, ey. Ja, pass auf, ich schick sie dir einfach mal über Desktop, ne? Über Desktop, ja, über Discord. So, da hast du. Top, top. Direkt da, oder habt ihr dann noch vorher einen anderen Treffpunkt oder so? Eine der vielen Gedenktafeln von Redfall. Ja. Aber wäre es besser, wenn du mir das einfach mal weiter über Discord schreibst, weil wer weiß, ne? Wenn er jetzt hier... Nicht, dass er hier jetzt gerade so im Lurk ist oder sowas, ne?
Ich war noch klein, als es anfing. Ich half Leuten, die ihre Familie verloren haben. Ich wollte, dass die ganze Welt mein Familie. Wenn das so weitergeht, kriege ich nie mein Material. Ja, ich sag's nur, ne? Ja, du weißt gar nicht, um wen es geht. Oh, hallo. Du musst helfen. Dr. Hunt ist weg. Wehe, du gehst petzen, du. Wehe. Wäre nicht so gut. Hallo. Vergiss nicht, dich auch um dich selbst zu kümmern. Und Shadow, schreib mich mal am besten über WhatsApp an oder sowas wegen der Nummer dann. Wegen deiner. Und damit ich weiß, dass du das bist. Ah, okay. Wunderbar. Komm her. Ich sehe. Das schaffst du nicht. Kommt her. Noch da oben, Alter. Jetzt nicht mehr. Und jetzt ist er wieder im Haus, oben. Und jetzt ist er wieder unten. Ey. Und jetzt ist er wieder oben. Jetzt ist er tot. Mami, noch ein Eichhörnchen. Ja, Dying Light weiß ich nicht.
Cool, bis nächstes Mal. Allein alle durch alle Schadensquellen mehr Schaden. Ich habe ja auch ein paar Dead Island Games, habe ich auch. Aber ich finde tatsächlich Dead Rising, das ist auch ganz geil. Da kannst du dir einfach deine Waffen so zusammenbauen, wie du willst, ey. Kannst du einfach ein Paddel mit Kettensägen und so weiter. Oh was, ich hatte zwei Level up gehabt, okay. Erst habt ihr ja auch nochmal so eine Art, wie heißt es? Auch nochmal so eine Art Top-Down-Shooter. Gab's ja auch noch damals mal. Also ich sag mal so ähnlich wie Diablo mit der Vogelperspektive. Einige meiner besten Videos sind Nachtaufnahmen. Das war irgendwie Dead Island Riptide oder irgendwie so. Das hatte ich tatsächlich auch gespielt gehabt. Oder wie bei COD damals, dieser Arcade-Mode. Das war gerade komisch, wie er... Ja, Addon würde ich ja noch... Addon würde ich tatsächlich noch nicht mal wirklich sagen. Es ist... Das war ja als eigenständiges Spiel released worden. Hast du irgendwie bei irgendeiner Edition davon mit gratis dazu bekommen? Ich hab die ja auch gehabt. Ja, genau.
Ich finde das so dämlich, ey, dass die immer so viel auf dem Index ballern. Aber das ist gut, ich kann doch Sachen markieren, so wo ich hin muss. Ja, aber dann kam ja der Witz mit, na, wie heißt es? Fühl mich wieder gut. Oh, Scheiße, wie hieß es? Dead Space. Bei Dead Space hat ja eigentlich diese Funktion, wo du Körperteile und so weiter abwenden kannst. Solche Spiele landen ja eigentlich immer direkt auf Index. Nur komischerweise war das Spiel unzensiert draußen. Als würde mich so etwas aus der Bahn werfen. Das habe ich halt echt nie kapiert bei Dead Space. Gefunden. Ja. Ist okay. Ist okay. Du verletzt mich nicht. Bringen wir etwas Licht. Dann halt nächstes Mal. Ist okay. Ist okay. Du siehst die Sonne niemals. Bist du hier, um dich anzubieten? Trotzdem, wenn du das dann jetzt auch nochmal mit den ganzen Filmen und so weiter vergleichst, also sorry, aber... Hallo. Vergiss nicht, dich auch um dich selbst zu kümmern. Ich arbeite an ein paar Sachen. Das ist halt echt dumm. Und es ist sowieso alles mittlerweile so krass überbewertet da mit den ganzen Index-Dingern und so weiter, also... Mal abgesehen davon, wenn ich volljährig bin, will ich doch selber entscheiden, ob ich da irgendwas unzensiert gucke oder spiele oder was auch immer. Anstatt mir das vorschreiben zu lassen von irgendeiner Behörde, weil die meint, nee, das ist bebebe. Hey. Sorry. Hast du je Bigfoot gesehen? Ah, Bigfoot gibt es nicht. Nein!
Aber er bekommt all die Aufmerksamkeit. Echt traurig. Wenn sie es schon nicht durchziehen können bei allen Sachen, und dann sollen sie es halt komplett lassen. Sonst alles zensiert, oh nee, Jugendgefährden, bla bla, das darf so nicht und so weiter. Ich meine, klar. Ich sag mal, selbst wenn sie so krass zensieren würden wie England und so weiter, ne? Es gibt immer Mittel und Wege. Ich meine, guck mal zum Beispiel damals mit Black Ops 1. Da ist da tatsächlich auch die österreichische Version geschnitten gewesen. Da haben ein paar Missionen wurden da rausgenommen von den Österreichern, weil die auch wieder wegen den ganzen Hakenkreuzen zum Beispiel und so weiter. Ja, was habe ich natürlich gemacht? Ich habe mir den US-Import gekauft. Und weil da weiß ich, die sind nämlich nicht die sind halt wirklich null geschnitten. Ich meine, guck dir an, selbst Left 4 Dead, selbst das ist geschnitten. Halt keine Mission oder sowas, die da geschnitten sind, sondern eher die Zerstückung von den Zombies. Das ist bestimmt das Verrückteste, was du je gesehen hast, was? Hab schon Verrückteres gesehen. Bis später, Dave. Aber wie gesagt, es gibt immer Mittel und Wege, wie du trotzdem rankommst.
Oder jetzt hier über den Baumstamm klettern, ja. Oder auch nicht, weil ich zu doof bin. Die Sonne geht auf. Erinnert mich an zu Hause. Irgendwie. Ja, ich merke das schon. Nur 3 Schuss. Verdammt. So ein Brettspiel kriege ich 200 noch was für. Oder hier eine Duftkerze. Eine Duftkerze mit Hummergeruch. Ah ja. Kriege ich 225, aber so ein Ei mit Edelstein kriege ich so gut wie nichts dafür. Da lädt das Ding langsam auf. Na, was ist ungefähr? Danke, dass du dich für die Stadt eingesetzt hast. Warten uns diese Kinder ein bisschen ziehen und die aufladen, die dir Zwang zu den Vampir-Götter-Dingern nehmen. Wow. Hütte gesäubert. Es besteht jetzt die Möglichkeit, seltene Gegenstände zu finden. Ja, verringert 8 Sekunden jeglichen Schaden, verringert Nahkampfschaden. Naja, naja. Wir haben Munition, Verkabelungsschutz. Nimm, was immer du brauchst. Ja, Shadow gerade gesehen, erst mit Discord da in der die Nachricht, ne? Ja, dann musst du mir das sowieso noch sagen, wo genau dann und so, ne?
So, was habe ich denn hier für Missionen? In der Alu-Unterschlupf-Mission im Viertel. Sowas von. Ja, der macht zwar gut Schaden an den Vampiren, aber... Das Ding lädt so scheiße langsam nach, ey. So ein Ding ist das. Rudeljagdinstinkte! Faszinierend! Ja. Na, gleich habe ich doch schon wieder ein Level ab. Geschafft. Und so. Ist so dumm. Man verliert auch einfach Geld, ey, wenn du stirbst. Cool, ich muss nicht nochmal von vorne. Ja, so kurzzeitig, ne?
Wir haben Zeug, das du vielleicht brauchen kannst. Kleiner Mitternachtssnack am helllichen Tag, ne? So weg mit dieser Markierung, ey. So, wo muss ich hin? Da, in die Kirche. Ah, ich sehe ihn doch schon. Das war der letzte, nehme ich an. Sehr hilfreich. Gideon. Säubert. Muss ich mir natürlich sofort snacken. Jetzt habe ich zwar keinerlei Geld mehr. Dass man auch Sachen zerlegen kann.
50 Meter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Als würde mich so etwas aus der Bahn werfen. Ich muss da oben hin. Soll ich darüber? Ah, nicht so schlimm. Ja, war er. Obwohl ich ein komplett so ein Holzding in ins Herz gejagt habe. Die zweite Antenne ist hier hinten. Aber ist halt ein Bethesda-Game, ne? Shadow. Oh, hier das Blaue. Sie kamen wieder und wieder. Denn es half nicht auf Dauer. Sie mussten wieder ganz werden. Sie mussten geheilt werden. Den habe ich eben gerade überhaupt nicht gesehen. Wenn das so weitergeht, kriege ich nie mein Material. Guck mal, großes Klopapier, Alter. 450.
450 Credits. Das kennen wir ja, ne? Von Corona. Wäre das Klopapier auch sehr viel wert. Ist doch safe da auf diesem Dach. Mit denen jetzt eigentlich auch. Oh, nö, 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 nö. Fühl mich wieder gut. Hier. Die gehen mit dem nicht kaputt. Wenn ich dich nicht finde, finden sie dich. Du bist tot. Ich galt mal als erbarmungslos. Erbarmungslos, absurd. Ist da jemand? Aber immerhin erbarmungslos. Habt ihr Probleme? Jetzt wird's ultraviolett. Du machst es nur noch sehen. Einmal Duftkerzen. Hier wieder so ein Edelstein-Ei 50. Kostet genauso viel wie ein Hammer.
Die Leute hielten uns für verrückt, konnten nicht glauben, was ich tun kann. Sie dachten, ich lüge. Ich mochte es, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da liegen noch EP. Ja. Gute alte Sträger. Was du auch brauchst, nimm's dir einfach. Aber es war gut. Ja, ist Gold. Okay. Ah, nice. Die hatten, okay. Die hatten Holzflocken dran. Das ist schon mal wunderbar. Wait, Moment. Jetzt auch? Wow, okay. Hätte ich das gewusst, dass die automatisch so einen Flock dran kriegen, ey. Den habe ich in den Arsch getreten. Ich glaube, das steckt wieder hier in dieser Statue fest, ne? Na schön. Nicht mein Problem. Würde ich jetzt mal behaupten, dass der da ein bisschen festgesteckt hat.
Okay, da muss ich noch. Hier habe ich einen gefunden. So. So, wie kriegt man keinen Fallschaden? Einfach irgendwo runterrutschen. Vorne, ein Unterschlupf. Kriege ich jetzt den Schlüssel her? Junge, was war denn das jetzt gerade für ein Aimbot, der Typ da oben? Digga.
weißt du auch. Du kannst mir nicht. Ja. Nichts kann mich aufhalten. Weg sein. Genau so, nicht an. Scheiße. 1700. Dieser Flockenwerfer, ja. Der würde gut Aua machen. Da dann festgegangen habe. Tür verbarrikadiert. Ja, so ungefähr. Digga, wie kann mich der da oben sehen, wenn ich hier unten bin? Jetzt würde ich sagen, er hat mich mal gesehen. Bin ich schon wieder oben. Aber warum? Werden Sie scharf. Sollten Sie.
müssen sie. So, das heißt, dann könnte man theoretisch oben irgendwo, müsste man hier irgendwo klettern können, bestimmt. Vielleicht keine Munition mehr. Ich berührte sie an der Hand, im Gesicht. So eine kleine Jagd. Als mein Blut in sie fuhr. Ihr Blick wurde klar. Ihr Geist verfehlt. Und sie wollten mehr. Bis nächstes Mal. Wir war eigentlich drauf. Leg dich mal an. Aber auch geil, dass das ja einfach kein richtiger Dings ist. Es ist anscheinend kein richtiger Vampir gewesen oder sowas. Man sich ja auch überhaupt nicht verarscht oder sowas, ne? Ich kein Dietrich mehr, komme ich nicht rein. Oh, es gibt immer Alternativdinger noch. Langsam endend. Ich sehe dich.
Jetzt liegt der Schlüssel hier irgendwo bestimmt direkt dran, ey. Oder hier drin. Guck mal, da steckt er. Also Vampire können auch sehr doof sein. Schön erst wenn UV-Licht rein. Und warte mal, habe ich gerade richtig gelesen, dass die Waffe Henry heißt? Henry! Die Waffe heißt Henry! Munition. Ach ja. In der Versammlung zerstöre das Vampirgottbildnis. Doch wieder ein Level up geschickt. Gegner, die am Strom kurz werden, lassen mögliche Ordnung. Komm, nehmen wir hier. Erstmal den Stream aus, ne? Jetzt kann man dann hört man sich.